Bürgermeister Brandt, Sie werden in diesem Jahr 51 Jahre alt und gehören damit zu jener Generation, die auch auf der politischen Bühne immer mehr in den Vordergrund rückt. Schröder, Strauß, Mende sind ungefähr im gleichen Alter. Sehen Sie eine Gemeinsamkeit dieser Generation? Gibt es etwas, was allen diesen Politikern gemeinsam ist, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit und ihrem Hintergrund? Herr Gauss, ich habe mich ja jetzt langsam daran gewöhnt, dass man zu gleicher Zeit ein jüngerer Politiker und ein älterer Angestellter sein kann. Oder wenn man jetzt nicht mehr jüngerer Politiker genannt wird, dann, so wie Sie es eben andeuten, einer, der politisch im besten Alter steht. Und das habe ich dann gemeinsam mit den Herren, die Sie erwähnten, und anderen. Also wir, die wir um die 50 rum sind, haben ja doch wohl jedenfalls dieses gemeinsam. Wir haben noch etwas mitgekriegt vom Niedergang der Weimarer Republik. Wir haben auf die eine oder andere Weise die Erfahrung des Nationalsozialismus und des Krieges hinter uns und sind dann ernsthaft hineingekommen nach dem Zweiten Weltkrieg in öffentliche Verantwortung. Und unser Denken, das Denken der meisten von uns, ist wahrscheinlich weniger als das Älterer, bestimmt von, wenn ich jetzt mal meinen Sektor des politischen Lebens nehme, dem fast unbegrenzten Fortschrittsglauben vergangener Zeiten. Wir haben also eine ganze Menge durchgemacht, schon in jungen Jahren, und sind genötigt gewesen, sind es immer noch, mit dieser Welt, so wie sie ist, fertig zu werden und mit der Lage unseres Volkes, die ganz abweicht von dem, woran man sich früher gewöhnt hatte. Glauben Sie, dass diese enge Vertrautheit mit den Schwierigkeiten, in die jede Welt, jede Gesellschaft, jeder Staat jederzeit geraten kann, nach all den Erfahrungen, die Ihre Generation gemacht hat, glauben Sie, dass dies ein Wert ist, der nicht nur den Älteren fehlt in der Beurteilung politischer Vorgänge, sondern ein Wert ist, der auch den Jüngeren vielleicht fehlt, die heutzutage in einer relativen Sorglosigkeit aufwachsen? Ach, so weit möchte ich nicht gehen. Ich erlebe ja das selbst zu Hause. Ich wundere mich, wenn meine Jungs, na sagen wir mal, Hitlerplatten hören und lachen, weil sie sich nicht eigentlich vorstellen können, welchen Zusammenhang das hat mit einer für unser Volk nun ganz gewichtigen Realität. Aber ich glaube doch nicht, dass wir den nachwachsenden Jüngeren wünschen sollten, dass sie alles nochmal durchexerzieren, was wir, die jetzt um die 50 sind, haben durchleben müssen. Ich glaube schon, dass sich das auch vermitteln lässt. Das wollte ich fragen. Kann man so etwas, diese Erfahrungen, diese Erkenntnisse, kann man sie den Nachwachsenden mitgeben? Ich glaube ja, das, was daraus abzuleiten ist, und es ist nicht nötig, dass jeder das Lehrgeld voll selbst bezahlt. In einem Punkte, Herr Bürgermeister, hat natürlich Willy Brandt vielleicht eine noch leidvollere Erfahrung machen müssen als seine Altersgenossen. Man muss dazu etwas ausholen. Sie haben einmal gesagt, in einer sehr noblen Rede, die Sie im November 1960 gehalten haben, als Sie Kanzlerkandidat Ihrer Partei, der Sozialdemokraten, geworden sind, und haben mit dieser, wie ich finde, noblen Rede Stellung genommen zu Unterstellungen und Kampagnen, die gegen Sie geführt worden sind. Sie erwähnten darin, dass Sie Ihren Geburtsnamen, Herbert Ernst Frahm, abgelegt haben und sagten, mit meinem Geburtsnamen und dem Namen meiner damals unverheirateten Mutter verband mich wenig mehr als die Erinnerung an eine nicht ganz leichte Kindheit. Das mag vielen ungewöhnlich erscheinen und ist es wohl auch, aber es hat niemand das Recht, mir meine Ehre streitig zu machen. Wer seinerzeit diese Rede hörte, der hatte den Eindruck einer, wie schon gesagt, noblen Klarstellung, und darüber hinaus wirkten sie wie jemand, der ganz froh ist, dass er diese Dinge einmal ganz klar beim Namen nennen kann. Das bringt mich zu einer Frage. Hat Sie diese Besonderheit Ihrer Herkunft, das Aufwachsen ohne Vater, irgendwann im Leben bedrückt, geniert, etwa im Kreis Ihrer wohlsituierten Mitschüler?
Ich würde das nicht ganz verneinen wollen. Ich will es nicht dramatisieren. Das mit der schwierigen Kindheit, was ich da habe anklingen lassen, oder nicht ganz einfachen Kindheit, hatte ich wohl gesagt. Ich möchte es nicht schwieriger machen, als es war. Man hat gut für mich gesorgt. Das war es nicht. Aber es ist wahr, man unterschied sich von anderen. Und Sie empfanden diesen Unterschied? Ja. Empfanden ihn schmerzlich? Schmerzlich ist wohl schon zu viel gesagt, aber etwas bedrückend manchmal. Sie sind 1913 in Lübeck geboren, aufgewachsen unter dem Einfluss Ihres Großvaters, eines ehemaligen Landarbeiters, dann Lastwagenfahrers und überzeugten, fast möchte man sagen, gläubigen Sozialdemokraten, wenn man Ihrem Bericht über diesen Mann vertraut. Und Sie selbst haben sich der sozialistischen Jugendbewegung angeschlossen und damit Ihre politische Tätigkeit begonnen. Das ist ein sehr direkter Weg. Einfluss des Großvaters, Tradition und Milieu der Familie, folgerichtiger Entschluss des Enkels. Haben Sie niemals mit einer anderen politischen Ideenwelt als der sozialistischen geliebäugelt, und sei es nur aus Opposition gegenüber der Umwelt, nur weil eben dieser Weg so vorgezeichnet war? Hat Sie das nicht verlockt, etwas anderes zu tun? Nein, nein. Das, was ich in mich aufnehmen konnte, durch den Großvater, den Sie erwähnen, durch meine Mutter, die ebenso in dieser politischen Heimat, wie man es empfand, stand, das hat mich bestimmt. Und die Opposition gegen das Elternhaus und die Familie, die wir sonst so häufig als ein Merkmal finden im Leben von Menschen, ist bei mir wahrscheinlich überspielt worden dadurch, dass das Unterschiedensein von der Umwelt noch bedeutsamer war. Es hat Sie hingeführt zur Familie und nicht weggeführt. So ist es. Das ist das eine. Das zweite ist, dass, obwohl es diese Anlehnung gab, dieses im selben Milieu aufwachsen, in derselben auch geistigen Welt, wenn Sie so wollen, war das nicht ohne Friktion. Ich kann mich also noch sehr genau daran erinnern, das wird so im Ja, 31 gewesen sein. Damals waren Sie Gymnasiast. Damals war ich Gymnasiast und war mit meinen Freunden aus der sozialistischen Jugendbewegung in einem 1. Mai-Zug, mag es gewesen sein, oder in einem anderen Zug gegangen. Und wir hatten ein Transparent mitgeführt, auf dem stand: Republik, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel. Und mein Großvater, der ein sehr einfacher, aber ganz echter, großartiger Mensch war, der hat mit mir am gleichen Abend noch oder am nächsten Tag gesprochen und gesagt: Wie könnt ihr eigentlich so undankbar sein? Und mir ist erst später richtig klar geworden, was das bedeutete. Er war, Sie haben es vorhin gesagt, als Landarbeiter groß geworden. Seinen Vater hatte man noch bei einem Grafen im westlichen Mecklenburg über den Bock gelegt, um ihn zu züchtigen. Er selbst war in die Stadt gekommen. Er lebte jetzt in den 30er Jahren in einer kleinen Siedlungswohnung, Neubauwohnung, nicht Siedlungswohnung, Neubauwohnung mit ein paar Zimmern, einem kleinen Bad. Ich hatte meine Kammer oben auf dem Boden. Er zahlte dafür 50 Mark, das war einer der 4 Wochenlöhne im Monat. Er empfand dies als einen gewaltigen sozialen Aufstieg gegenüber dem, was früher gewesen war. Er stand auf der Liste zur Bürgerschaftswahl, nicht um gewählt zu werden, sondern weil man auch noch Namen brauchte, um die Liste ganz aufzunehmen. Er war Wahlvorsteher in einem Lokal, er nahm eine Reihe anderer ehrenamtlicher Aufgaben war. Er fühlte, dass er dabei war in dieser Republik, von der wir sagten, sie sei nicht viel. Insofern
bedeutete dies, dabei zu sein, nicht, dass es dort nicht auch eine ganze Menge Spannungen gab, ja. Es muss welche gegeben haben, denn 1931, eben in jenem Jahr, in dem Sie im Maiumzug dieses Transparent mit umhergetragen haben, haben Sie die SPD verlassen und sind Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei, einer weiter links orientierten Splittergruppe geworden. Ja. Warum? Ja, warum? Das war damals so, dass ein großer Teil der sozialistischen Jugend in Lübeck wie in einer ganzen Reihe anderer Städte mit den mehr links stehenden Abgeordneten im Reichstag sympathisierte, die also gegen die Tolerierungspolitik waren gegenüber der Regierung Brüning, die etwas vertraten, was wir damals als konsequenter, als radikaler empfanden. Und ich würde sagen, das, was uns bewegte, war ein Aufbegehren gegen die Kraftlosigkeit der Kräfte, die meine eigene Partei damals führten. Wir sind zu weit gegangen in der Kritik, aber es war das Unzufriedensein damit, dass die Weimarer Republik nicht einen großen Wurf zustande brachte. Wenn Sie, Herr Brandt, mit dem, was für Ihre Familie im wahrsten Sinne Heimat war, mit der Sozialdemokratie, unzufrieden waren als sehr junger Mann, dann interessiert mich, warum dann diese Splittergruppe, Sozialistische Arbeiterpartei, warum nicht KPD? Die Frage hat sich uns in Lübeck damals gar nicht gestellt. Für uns war es eine Entscheidung innerhalb dieser sozialistischen Jugendbewegung. Und wir empfanden diese Splittergruppe doch als ein Teil der sozialistischen Bewegung. Ich glaube, ich hätte allenfalls für eine Figur, was die Kommunisten anging, allenfalls für eine Figur wie Trotzki größeres Interesse aufbringen können. Also, der war aber schon außer Landes gegangen. Der hätte aber möglicherweise natürlich auch bei der Sozialistischen Arbeiterpartei sein können. Das weiß ich nicht. Aber das, was uns erfüllte, war doch eine freiheitliche Grundeinstellung. Und sie stand, so falsch manches sonst gewesen sein mag, wofür wir uns damals einsetzten, sie stand doch wohl schon damals in einem klaren Widerspruch und Gegensatz zu den bürokratisch-autoritären Tendenzen der Kommunistischen Partei, die nicht so sehr ein Werkzeug Moskaus war, wie es das Ulbricht-Regime später geworden ist, aber die eben doch faktisch ein Stück der sowjetischen Außenpolitik schon genannt werden konnte. Ich glaube, Herr Bürgermeister, dass wir mit dieser Sozialistischen Arbeiterpartei und ihrem Anschluss an sie zu einem sehr wichtigen Punkt gekommen sind. An die politische Wirksamkeit dieser sektiererhaften linkssozialistischen Partei konnte doch wohl nur glauben, wer dogmatische, programmatische Fragen wichtiger nahm als die politische Realität. Ist das bei Ihnen so gewesen? War für Sie in dieser Zeit die dogmatische Seite des Sozialismus, jene Seite, die Sie begeisterte? So wird es wohl gewesen sein. Rückschauend sehe ich es ein bisschen anders. Rückschauend finde ich, dass die von links opponierten und die Aktivisten, die von rechts opponierten, innerhalb der Sozialdemokratie, einander viel näher standen. Sie haben das geschrieben, und zwar in Bezug auf Julius Leber, der im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944 ermordet worden ist und den Sie aus Ihrer frühen Lübecker Zeit als Ihr Vorbild hinstellen. Ich glaube dennoch, dass es mehr, und würde das noch einmal fragen mögen, die Neigung des jungen Mannes zur Utopie war. Ist das falsch? Nein, das ist nicht ganz falsch. Das ist nicht ganz falsch. Ich habe aber auch seitdem programmatischen Fragen
immer großes Interesse beigemessen, ein anderes als damals. Aber ich bin daran weiter interessiert geblieben. Für mich war dann wichtig, rauszukommen und dort konfrontiert zu werden mit einer anderen Art, die politischen Dinge zu sehen. Aber ich muss Ihnen recht geben, ich will jetzt in meinem eigenen Lebenslauf nicht vorgreifen. Ich muss Ihnen recht geben, ich habe damals den Fragen der dogmatischen Programmatik als junger Mann größere Bedeutung beigemessen, als ich es heute tun würde. Und trotzdem bedauere ich nicht, dass ich die Erfahrung dieser Splittergruppe mitgemacht habe. Ich möchte sie nie wiederholen, aber ich bedauere nicht, dass ich sie mitgemacht habe, denn in einer solchen Gruppe wird der Einzelne viel mehr auf die Probe gestellt als das Mitglied einer Massenpartei. Man musste sich als Einzelner viel mehr mit den Fragen auseinandersetzen. Und ich habe jedenfalls eine Menge dadurch gelernt. Können Sie rückblickend versuchen, die Motive zu nennen, die Sie zu diesem Glauben an eine Utopie, an eine ehrenwerte Utopie veranlasst haben? Was war das? War das Mitleid? War das das Gefühl, ich gehöre zu einer Gruppe, die zu kurz gekommen ist und die ihre Chance erhalten muss? Nein, es war das Festhalten an etwas, was ich geerbt hatte und wovon ich glaubte, dass die offizielle Sozialdemokratie es verließe. Es war die bäbelsche Sozialdemokratie, die in den jungen Linkssozialisten lebendig blieb. Es war das, was mein Großvater eigentlich mir gesagt hatte, uns vermittelt hatte. Und es war das Unbefriedigtsein mit dem Weimarer Staat, wobei wir nur damals glaubten, ich glaube, das war der eigentliche Irrtum, dass es am geringen Sozialismus läge. Es lag an der zu wenig kämpferischen Demokratie. Das war eigentlich Sie kommen da auf einen Unterschied, einen Unterschied, den ich für sehr bedeutend halte in Ihrem Lebenslauf. Sie sind 1933 in die Emigration nach Norwegen gegangen und dann bis zum Ende des Nationalsozialismus viel in Europa umhergereist als Journalist und als linkssozialistischer Funktionär und sind auch vorübergehend illegal in Deutschland gewesen. Wir werden auf diese Zeit noch kommen. An dieser Stelle interessiert mich eins, der Wandel Ihres Verhältnisses zur Programmatik, zur dogmatischen Programmatik, wie Sie gesagt haben, wenn Sie so wollen, Ihre Entideologisierung. Wie weit und auf welche Weise ist dies durch Ihre Begegnung mit Skandinavien bewirkt worden? Ganz entscheidend. Man glaubt es kaum, aber während ich in Norwegen war, das heißt in den 30er Jahren, ist dort zum ersten Mal das Kapital von Karl Marx ins Norwegische übersetzt worden. Das gab es vorher gar nicht. Und wurde dort von einer intellektuellen Gruppe übersetzt und herausgegeben. Zu der Sie gehörten, glaube ich. Mit der ich Verbindung hatte. Aber das, was die skandinavische Sozialdemokratie mit ihren Schattierungen, die Norweger waren ein bisschen mehr links als die anderen, aber was die skandinavischen Sozialdemokraten insgesamt trug, das war das, was aus den Kraftquellen des Christentums und des Humanismus gekommen war, viel mehr als das, was in der deutschen Sozialdemokratie von der Marxischen Soziologie oder wie immer man die Lehre umschreiben will, gekommen war. Ich lernte eine größere Offenheit kennen. Bei uns blieb das auch während der Weimarer Zeit doch alles sehr abgekapselt, Schichten, Gruppen, Klassen, wenn man so will, im Verhältnis zueinander. Und im Verhältnis zum Staat. Und im Verhältnis zum Staat. Und lernte dort kennen, wie wirklich um die Demokratisierung eines Staatswesens gerungen wird. Wie das aussieht, wenn man wirklich dabei ist und um praktische Aufgaben sich zu kümmern hat. Ich kam dorthin, als eine Wahl gewonnen wurde von meinen norwegischen Freunden unter dem Motto, das ganze Volk in Arbeit.
Das heißt, das war das, womit in Amerika der New Deal bestritten wurde. Eine aktive Krisenpolitik, während bei uns die Dogmatiker, es gab also nicht nur linkssozialistische, ja, es gab auch Regierungsdogmatiker, glaubten, die deutsche Währung würde zusammenbrechen, wenn man ein paar Milliarden aufgebracht hätte für ernsthafte Krisenbekämpfungs- und Arbeitsbeschaffungsprogramme. Ich lernte kennen, wie eine moderne Sozialpolitik gestaltet wurde und eine ganze Menge dieser Dinge. Sie sind, Herr Bürgermeister, nicht nur Kanzlerkandidat Ihrer Partei, sondern seit Anfang dieses Jahres auch der Vorsitzende der SPD. In dieser Position, die durch das politische Gewicht des regierenden Bürgermeisters von Berlin weiter gestärkt wird, hat natürlich Ihr ganz persönliches Verhältnis zu den hergebrachten Denkformen des Sozialismus, des Marxismus, Folgen für das Selbstverständnis Ihrer Partei. Ich habe dazu zwei Fragen. Der Widerstand in der SPD gegen die Reformer, zu denen Sie gehören, ist doch beträchtlich gewesen und es hat lange Jahre gebraucht, bis man zum Godesberger Programm etwa gelangt ist. Worin sehen Sie die Motive für diesen Widerstand? Sie ganz persönlich, waren das nach Ihrer Kenntnis, nach Ihrer Auffassung, vornehmlich Personalkämpfe, waren das Sentimentalitäten, war das verknöcherter Traditionalismus? Darf ich zunächst mal auf den Ausgangspunkt Ihrer Frage zurückkommen? Sie sagten, ich sei nun nicht nur Kanzlerkandidat meiner Partei, sondern auch Vorsitzender dieser Partei. Ich sehe das eigentlich nicht als zwei verschiedene Aufgaben. Es ist eine Zeit lang in zwei Personen gebunden gewesen. Ja, das Natürliche ist, dass ein gewählter Vorsitzender, vom Vertrauen seiner politischen Freunde getragener Vorsitzender einer großen Partei, diese Partei auch in den Wahlkampf führt. Das heißt Kanzlerkandidat. Das ist zeitweilig anders gemacht worden, weil Herr Ollenhauer nicht wünschte, beide oder diese Koppelung in seiner eigenen Person vertreten zu sehen. Und daraus kam dieser Vorschlag, der mich zum Kanzlerkandidaten und zum stellvertretenden Vorsitzenden der SPD dann machte. 1960, ja. Nun, die eigentliche Frage, was war der Grund, was waren die Motive für den Widerstand gegen die Erneuerung, gegen die Modernisierung der Sozialdemokratie? Eigentlich hat es den ersten großen Ansatz ja gar nicht gegeben durch die dann das Godesberger Programm durchgesetzt haben, sondern den ersten Anlauf machte Kurt Schumacher. Das ist vielfach vergessen worden, denn Kurt Schumacher sagte 1946, dies ist nicht einfach eine wiederbegründete Sozialdemokratie, sondern eine neu begründete. Er wollte damit sagen, eine, die zwar anknüpft, die auch unter demselben Namen wieder auftritt wie vor Hitler, die aber die Erfahrungen der Zwischenzeit, die Erfahrungen mit dem Totalitarismus, mit den Nazis, mit den Kommunisten mitverarbeiten will. Das, was an Widerstand dann kam, hat, glaube ich, mit persönlichen Dingen verhältnismäßig wenig zu tun gehabt, sondern es hat zu tun gehabt mit der verständlichen Neigung der Menschen, das, was sie einmal in sich aufgenommen haben, möglichst nicht, wie sie es dann empfinden, über Bord werfen zu sollen, am Buchstaben leicht dann auch zu kleben. Aber ich will es jetzt nicht in herabsetzender Bedeutung verstanden wissen. Es bleibt natürlich auch in einer so großen Partei immer ein gewisses Ringen zwischen mehr Konservativen und mehr neuen Konservativen, sogar im höchst anständigen Sinne des Wortes, Konservativen und mehr vorwärtsstrebenden Tendenzen und Meinungen. Aber wir können doch, glaube ich, sagen, ich sehe es jedenfalls so, dass diese offene, für alle Schichten offene, moderne deutsche Sozialdemokratie doch weiter angeknüpft hat und weitergeführt hat, das, was über ein Jahrhundert hinweg Grundvorstellung geblieben ist. Das ist nämlich das Ringen und, wie ich glaube, selbst in der Opposition, um die es sich ja fast immer handelte, jedenfalls was das Reich und den Bund angeht,
das ringen darum ganze breite Schichten unseres Volkes, die Außenseiter waren, buchstäblich an den Tisch der Gesellschaft und des Staates herangeführt zu haben. Und das bleibt die Vorstellung von einer Erweiterung der Demokratie. Demokratie nicht auf Rationierungskarten, sondern Demokratie weit ausgedehnt, verstanden? Es bleibt drittens die Vorstellung von einer verantwortlichen Beeinflussung des wirtschaftlichen Geschehens, damit die Menschen nicht nur dessen Objekt sind. Ich komme in dem Zusammenhang zu meiner zweiten Frage, Herr Bürgermeister. Sie haben in einer Rede im Sommer vorigen Jahres gesagt, als den Krebsschaden der deutschen Nachkriegspolitik betrachteten Sie, ich zitiere nun, das Diktat kleiner oder sogar kleinlicher Zweckmäßigkeitserwägungen. Es gibt bei uns zulande zu viel Opportunismus und wir haben alle auf der Hut zu sein, damit nicht der begrüßenswerte Trend zur Entideologisierung mit dem Preis der Grundsatzlosigkeit bezahlt wird. Nun ist es so, gerade diese Zweckmäßigkeitserwägungen und die Gefahr der Grundsatzlosigkeit werden Ihnen und Ihrer Partei nicht nur von parteipolitischen Gegnern zum Vorwurf gemacht. Es wird gelegentlich gesagt, die SPD und ihr Vorsitzender Willy Brandt haben aufgehört, die Pflichten der Opposition wahrzunehmen. Was sagen Sie zu einem solchen Vorwurf? Wo ziehen Sie die Grenze zwischen Entideologisierung, die Sie wünschen, und Grundsatzlosigkeit, die auch Sie fürchten? Ja, zunächst mal ist die SPD ja nicht nur die Oppositionspartei in der Bundesrepublik Deutschland. Denn das würde den föderativen Aufbau unseres Staates nicht genügend berücksichtigen. Die SPD ist auf der Länderebene in all diesen Jahren immer in der Verantwortung gewesen, in einer kleineren oder größeren Zahl von Ländern. Sie hat die deutschen Gemeinden, den größten Teil der deutschen Städte, verantwortlich mitgetragen. Aber ich sehe die Gefahr, von der ich allgemein gesprochen habe, auch für den Sektor des politischen Lebens, für den ich selbst Verantwortung trage. Da muss man selbst verdammt aufpassen und mit seinen Freunden darum ringen, dass das legitime sich Bemühen um das Vertrauen, um die Wählerstimmen. Gunst, auch um die Gunst des Wählers. Um die Gunst der Wähler. Dass es nicht so wird wie der Lakai, der sich einem auf die Schultern setzt und dann einem diktiert, was man zu tun hat. Man muss also immer wieder selbst die Frage stellen, wie meine Partei es getan hat durch das Godesberger Programm und spätere Dokumente, welches sind die Grundwerte, die Zielvorstellungen, an denen man sich orientiert. Ich muss etwas boshaft werden. Sie haben in Ihrer Autobiografie »Mein Weg nach Berlin«, die Sie zusammen mit dem Schriftsteller Leo Lagna verfasst haben, geschrieben: Was wir brauchen, ist die Synthese von praktischem Denken und idealistischem Streben. Sagt nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, ja, wie Strindberg empfiehlt. Das haben Sie geschrieben. Und nun kommt meine Boshaftigkeit. Gelegentlich hat man, wenn man dieses Buch von Ihnen liest, wenn man Ihre Reden hört, aber nicht nur bei Ihren Reden, sondern durchaus nicht auf Ihre Partei beschränkt, sondern bei allen Parteien, das Gefühl, dass ein Zug vorherrscht, nämlich der Drang, jedem etwas zu sagen zu haben. Befürchten Sie nicht, Herr Bürgermeister, dass auf diese Weise die Austragung politischer Gegensätze unterbunden wird zugunsten einer möglichst publikumswirksamen Dauerwerbung? Da ist was dran. Aber wenn Sie mich zitiert haben dort aus dem Buch »Mein Weg nach Berlin«, dann darf ich sogar dem, was da drin steht, noch hinzufügen, was ich erst seitdem gelesen habe und was mich beeindruckte in einer kurzen Fassung. Ein kluger Mann in einem anderen Land hat gesagt, man kann heutzutage nur ein guter Realist sein, wenn man auch an Wunder glaubt. Das ist auch das sowohl als auch, nur etwas anders ausgedrückt. Für den Kanzlerkandidaten der Opposition ist es natürlich besonders hübsch, wenn er auf den Glauben an Wunder verweist, wenn ich das sagen will. Ja, Augenblick mal. Dann muss ich dazu etwas deutlicher werden, bevor wir auf die vorige Frage nochmal zurückkommen.
Ich habe es auf den Berliner Fall mal so angewandt. Wir haben, die wir Politik machen, ja doch alle oder fast alle Bismarck gelesen und wissen um ihn als einen der großen deutschen Staatsmänner, ganz egal, ob man nun jeden seiner Schritte nachträglich für richtig hält oder nicht. Und Bismarck stammt diese einfache Faustregel, dass die Politik die Kunst des Möglichen sei. Und wir haben hier in Berlin uns sagen müssen, ich habe das entwickelt in Gesprächen seinerzeit mit Ernst Reuter in den allerschwersten Nachkriegsjahren, dass wir damit heute nicht mehr auskommen, sondern dass hier für uns in Berlin, aber das gilt auch für die deutschen Dinge überhaupt, Politik geworden ist zu der Kunst, das zunächst unmöglich Erscheinende dennoch möglich werden zu lassen. Man kann nicht nur in den Tag hinein leben und sich arrangieren. Man muss ein bisschen auch abzielen auf Dinge, von denen einem die meisten sagen, das wird wohl nicht oder das wird wohl nicht so rasch. Insofern bleibe ich also ganz bei dem, was da stand und wer eher geneigt ist, noch dick zu unterstreichen und zu untermalen. Aber trotzdem haben Sie recht, wenn Sie es jetzt hinführen zu einer Betrachtung darüber, ob nicht dann, wenn man zwei große Parteien bekommt oder zweieinhalb, aber jedenfalls zwei, die sehr in die Breite gehen, ob dann nicht bei beiden, man sieht ja davon etwas auch in anderen Ländern, die Gefahr da ist, es zu vielen recht machen zu wollen. Ich sehe das als eine Gefahr. Ich glaube, es ist deutlich genug. Und wenn etwas unklar geworden sein sollte, wird es bald wieder sehr klar werden, dass auf der einen Seite ein größeres Beharrungsvermögen da ist, ein stärkeres Verhaftetsein in dem Vergangenen und dem Jetzigen, im Grunde der Glaube daran, dass die Welt, wie wir sie haben, eine der schönsten ist, und eine andere Kraft, die stärker den Anschluss an die neuen Fragestellungen, an die Fortentwicklung unseres Staates und unserer Gesellschaft denkt. Zurück zu Ihrer Emigrationszeit, Herr Bürgermeister. Sie haben geschrieben, ich wollte kein Emigrant sein. Ja. Und folgerichtig haben Sie sich daher um die norwegische Staatsbürgerschaft bemüht, die Sie schließlich nach Ausbürgerung durch die Nationalsozialisten erhalten haben und erst um die Jahreswende 1947-48 gegen die Deutsche wieder eintauschten. Erklären Sie mir bitte, was das heißt, ich wollte kein Emigrant sein. Ja, da steckt mehr als eine Frage drin. Erstens hatte ich immer was gegen das Wort selbst. Emigranten waren diejenigen unserer Landsleute im vergangenen Jahrhundert, die nach Amerika ausgewandert sind, weil sie dort eine neue Heimat finden wollten. Diejenigen, die während der Nazizeit Emigranten genannt wurden, teils durch die deutsche Propaganda, aber so übernommen auch in der Sprache anderer Völker, waren nicht Emigranten, sondern waren politische oder rassische oder für einige auch religiöse Flüchtlinge. Flüchtlinge. Wir nennen auch nicht die, die aus der Zone kommen, Emigranten, sondern nennen sie Flüchtlinge. Das war das eine. Aber es kam noch was hinzu. Ich war 19 Jahre, als ich rausging und hatte das Glück, schon etwas Kontakt zu haben zu dem Land, in das ich ging, seine Sprache schon etwas sprechen zu können und sie sehr rasch so zu lernen, dass ich mich nicht unterschied von anderen in diesem Land, der Sprache nach. Ich hatte also das Glück, dass ich anders als Intellektuelle sonst eine Tätigkeit in dem Land selbst finden konnte. Das war sonst die Tragik mit denen, die nicht Handarbeiter waren. Auch die Handarbeiter hatten es dort, wo Arbeitslosigkeit war, noch sehr schwer. Aber die, die Rechtsanwälte gewesen waren oder Beamte oder auch Journalisten, wenn sie schon älter waren, hatten ja das Handicap des in der anderen Sprache Schreibens oder des ein anderes Recht gelernt Habens und was es da alles gibt.
Das war für mich wegen meiner Jugend keine Hürde. Ich konnte also dort eine Tätigkeit ausüben. Ich war in einer großen Hilfsorganisation tätig. Ich war journalistisch tätig. Und ich habe gelehrt im Rahmen der Arbeiterbildungstätigkeit in Norwegen und später in Schweden. Aber das hat nicht bedeutet, dass ich mich getrennt habe von den Freunden, die aus Deutschland gekommen waren. Ich habe immer in Norwegen, auch später in Schweden, zu den Gruppen der deutschen Sozialisten oder Sozialdemokraten in der Emigration gehört. Es bedeutete nur für mich, dass ich nicht den größten Teil meines Tages mit dem verbrachte, womit andere ihn verbringen mussten, nämlich überwiegend darüber nachzudenken, warum es so gekommen war, wie es 1933 gekommen war, sondern dass ich mehr in einem täglichen Leben stand, das sehr stark mit der Wirklichkeit meines Gastlandes, das dann meine zweite Heimat wurde, zusammenhing. Und da bin ich bei der Staatsbürgerschaft, Herr Gauss. Sie sagen richtig, mir liegt daran, es hier noch mal zu unterstreichen, weil das manchmal falsch dargestellt wird. Ich bin ausgebürgert worden durch die nationalsozialistische Regierung 1936 und war dann staatenlos. Und als Staatenloser habe ich die norwegische Staatsangehörigkeit angenommen und war dankbar dafür, dass sie mir gegeben wurde, wie anderen auch. Und als ich dann wieder zurückgegangen bin, habe ich die deutsche Staatsangehörigkeit wieder beantragt. Ja, ich muss genau sagen, die gab es noch gar nicht wieder, denn es gab noch keine Bundesrepublik, sondern die Landesregierung von Schleswig-Holstein, weil ich in Lübeck geboren war und Lübeck inzwischen zu Schleswig-Holstein gehörte, was ich zunächst nie ganz recht verstanden habe. Die Landesregierung von Schleswig-Holstein in Kiel hat mich dann bei sich im Land Schleswig-Holstein wieder eingebürgert und damit entfiel meine norwegische Staatsangehörigkeit, weil ein Mann nach norwegischem Recht nicht zwei Staatsangehörigkeiten haben kann. Sie sind wegen einer Reihe von Büchern und Broschüren und Artikeln, die Sie während der Zeit, in der Sie im Ausland waren, geschrieben haben, im letzten Bundestagswahlkampf heftig attackiert worden, unter anderem wegen Artikeln, die Sie im Zusammenhang mit dem Spanischen Bürgerkrieg geschrieben haben, den Sie als Journalist und als Beobachter für Ihre linkssozialistische Gruppe gesehen haben. Offensichtlich haben Sie sich gegen einen Vorwurf, Herr Bürgermeister, besonders entschieden zur Wehr gesetzt, gegen die unrichtige Behauptung, nämlich, wie man, glaube ich, feststellen kann, dass Sie mit der Waffe in der Hand gegen Deutschland gekämpft hätten. Ich habe dazu eine Frage. Wenn Sie sich ausgerechnet gegen diese Unterstellung besonders verwahren, beugen Sie sich damit nicht bösen Ressentiments, die es da und dort hierzulande noch gibt? Wie denken Sie über die Berechtigung des bewaffneten Kampfes von Deutschen gegen das damalige nationalsozialistische Deutschland? Darf ich, bevor ich das beantworte, noch mal zu Spanien ein Bitte. Wort sagen, Herr Gauss? Sie haben eine Tätigkeit dabei jetzt nicht erwähnt. Sekretär des Hilfskomitees. Ja, weil das von der spanischen Zeit ab bis in die Zeit, in der ich wieder nach Berlin zurückkam, mich immer begleitet hat. Die enge Verbindung mit humanitärer Tätigkeit. Ich wurde Sekretär des von den norwegischen Gewerkschaften getragenen Komitees, das Lebensmittel und Kleidung und Medikamente nach Spanien schickte. In ein Spanien übrigens, das damals meine Sympathie hatte, weil gegen eine legale Regierung ein Aufstand passierte. Das waren keine Kommunisten, gegen die geputscht wurde. Die haben später Einfluss bekommen, sondern es war eine Regierung unter der Führung eines Liberaldemokraten. Und da waren Sozialdemokraten und Christen in dieser Regierung mit drin. Ich sehe heute vieles anders als damals, aber das muss man festhalten, dass es so gewesen ist und viele es in der ganzen Welt so empfunden haben, dass dort im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges ein Anschlag auf
den Versuch gemacht wurde, eine Demokratie in Spanien zu stabilisieren. In Spanien selbst sehen das viele Leute heute auch anders und sind wohl auf dem Weg der Aussöhnung ein gutes Stück vorangekommen. Der Vorwurf, von dem Sie sprechen, mit der Waffe in der Hand gekämpft zu haben, ist gelegentlich in Verbindung mit Spanien erhoben worden, aber mehr in Verbindung mit Norwegen. Ja. Er ist in beiden Fällen falsch. Und wenn ich gerade zu diesem Punkt Wert darauf gelegt habe, die Vorwürfe auch vor deutschen Gerichten klären zu lassen, und sie sind entschieden worden, vor deutschen Gerichten, dann deswegen, weil mir einfach daran lag, die Tatsachen festzustellen. Es ist nicht wahr, ich habe nicht mit der Waffe in der Hand, ich habe nicht gegen deutsche Soldaten gekämpft. Wer das behauptet, sagt was Falsches. Wenn er es behauptet, will er damit ein Ressentiment schaffen gegen den Mann, der eine bestimmte politische Aufgabe in diesem Land, in diesem Volk übernommen hat und vor sich hat. Und darum muss ich Wert darauf legen, dass solche verleumderischen Behauptungen als das charakterisiert werden, was sie sind. Das, was Sie aber nun mir als Frage stellen, das geht ja weit über eine solche Klarstellung hinaus. Ja. Lassen Sie mich vielleicht mal, das hilft vielleicht, ein Beispiel wählen, das kein Deutsches ist. Oder doch, erst ein Außerdeutsches und dann ein Deutsches. Wir wissen alle, dass der General de Gaulle ein großer Franzose ist. Und eine große Erscheinung dieser Zeit, egal ob man immer mit ihm einer Meinung ist oder nicht. Nun ist es geschichtsnotorisch, dass der General de Gaulle als Führer der Freien Franzosen gegen Franzosen gekämpft hat. In Syrien, in Nordafrika, zeitweise und anderswo, die einer Regierung unterstanden, in Paris, dann Vichy, die sich als die legale französische Regierung bezeichnete. Niemand wird sagen wollen, dass General de Gaulle, jeweils bei ihm zu Hause sagt man es nicht, ein schlechter Franzose sei. Jetzt nehme ich den deutschen Fall. Wir wollen doch wohl nicht sagen, dass wenn irgendwo an der Zonengrenze was passiert, wir hoffen, es passiert nichts, und unser Grenzschutz oder unsere, ja, ich will jetzt nicht weitergehen, Deutsche stehen Deutschen gegenüber, dann wird man doch nun nicht zu dem Deutschen auf der anderen Seite, der sich abwendet, sagen, er sei ein schlechter Deutscher. Jedenfalls ist das nicht unsere Art des Denkens heute. Man sagt also, für die Staatlichkeiten oder Quasi-Staatlichkeit, auf den einen Fall bezogen, die es heute gibt, nicht, dass es einen unbedingten Gehorsam gegenüber der Obrigkeit gibt. Wir legen andere Maßstäbe an. Ich will damit sagen, ich selbst habe meinen politischen Kampf gegen das Hitler-Regime geführt und es für richtig gehalten, dort die Grenze zu setzen. Aber ich muss denen meinen Respekt bekunden, jedenfalls mein Verständnis, die in Lagen hineingeraten sind, die schwieriger waren als meine Lage. Was hat Sie 1948 bewogen, die deutsche Staatsbürgerschaft wieder anzunehmen? Sehen Sie, ich war nach Berlin gekommen durch meine norwegischen Freunde, der Außenminister Halvor Lange, der es damals schon war und mit dem ich seit jungen Jahren befreundet war, fragte mich, ob ich gehen wollte. Ich habe das gemacht und habe dann im Laufe weniger Monate gemerkt, dass ich nicht zu lange warten dürfte, bis ich mich wieder in die deutschen Dinge einfügte.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich hier, ich sag das jetzt ohne alle Überheblichkeit, mehr gebraucht würde, als ich in jenen Jahren in meiner zweiten Heimat hätte gebraucht werden können. Ich glaubte, dass ich, nach dem, was ich gelernt hatte draußen, vielleicht auch einiges dazu beitragen könnte, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, vermittelnd, ausgleichend zu wirken. Und dann wurde mir eben gerade auch 47 in Berlin klar, was für Deutschland und für ganz Europa davon abhängen würde, ob der Versuch, die deutsche Demokratie ein zweites Mal aufzubauen, gelingen würde oder nicht. Und wie das dann so kommt, im Herbst 47 fragte mich meine Partei, mit der ich immer Kontakt gehalten hatte, ob ich ihr Vertrauensmann für den Kontakt mit den Alliierten in Berlin für einige andere Verbindungsaufgaben sein wollte. Ich habe dann meinen norwegischen Freunden das erklärt und sie haben gesagt, ja, sie sind damit einverstanden, dass ich zur Jahreswende 1947-48 das mache, wovon ich überzeugt war, dass es das Richtige sei. Ich habe also nicht erst abgewartet, bis die Dinge in Deutschland wieder in Ordnung waren. Dies war vor der Währungsreform und weit vor der Berliner Blockade. Aber ich habe es für richtig gehalten, damals mich einzuordnen in das, was war, mit den Risiken, die drin waren, aber auch mit der großen Chance, die es gewesen ist, an einem schwierigen Punkt zu zeigen, dass man ein bisschen beitragen kann, dass man auch aus schwierigen Situationen etwas machen kann. Sie sind mit einer Norwegerin in zweiter Ehe verheiratet, mit der Sie drei Buben haben. Aus der ersten Ehe haben Sie eine Tochter, die in Norwegen lebt. Was hat Ihre Frau zu dem Entschluss gesagt, in Deutschland zu bleiben? Meine Frau war damit ganz einverstanden. Sie hat sich rasch zurechtgefunden in Berlin. Es wäre ihr vielleicht nicht überall so leicht gewesen. Sie hat zunächst manchmal gesagt, Hamburg wäre auch noch leicht gewesen für jemand, der vom Norden kommt. Inzwischen ist sie auch sonst wo in Deutschland gut zu Hause. Sie haben meine Tochter erwähnt. Ich bin stolz auf sie. Sie ist eine junge Lehrerin in Oslo. Sie ist jedes Jahr bei uns oder wir sehen uns bei ihr. Meine Frau und sie sind gute Freunde. Und das hat das alles sehr viel leichter gemacht, als es hätte sein können. Mit der Neueinbürgerung, Herr Bürgermeister, ist Willy Brandt, wie Sie sich zunächst nur als Schriftsteller genannt haben, der amtliche Name geworden. Ich würde gern mal hören, wie Sie auf Willy Brandt als Pseudonym gekommen sind. Das hat sich so ergeben in einem Gespräch mit den Freunden in Lübeck im März 1933, noch bevor ich weggegangen bin. So bin ich durch meine politischen Freunde damals den Norwegern avisiert worden. So habe ich geschrieben, gesprochen. Ja, man sagt, man macht sich einen Namen. Ich habe also in dem eigentlichen Sinne des Wortes mir diesen Namen gemacht. Seit ich 19 war, so lautete der Pass auch, den ich in meinem Status als norwegischer Mann hatte, bei der Vertretung hier in Berlin. Und mir hat sich das damals so dargestellt, davon kannst du jetzt nicht weglaufen. Das ist etwas anderes, als wenn jemand mit 40 oder 50 Jahren draußen sich ein Nom de Guerre, einen Decknamen, wählt. Ich war unter meinem ursprünglichen Namen noch nichts oder fast nichts gewesen. Alles, was ich war, seit ich erwachsen wurde, was ich getan hatte, zum Guten und manchmal zum nicht ganz Überlegten, mit allen Fehlern drin, das hatte mit diesem Namen zu tun. Und ich habe es
damals 1947, 48 so gesehen. Wenn ich davon jetzt weglaufe, wird mir gerade das vorgeworfen werden. Und ich habe gesagt, nun soll das so sein. Und darum wurde in meiner Einbürgerungsurkunde wurden beide Namen aufgeführt. Und das, was sonst nach deutschem Gesetz erforderlich ist, wurde dann in die Wege geleitet. Sie sind bei Ihrer Nachkriegskarriere in der SPD sehr bald als ein Vertreter des rechten Flügels in Erscheinung getreten. Wann haben Sie endgültig die Abkehr von linksradikalen Vorstellungen vollzogen? Das kann ich selbst nicht sagen. Ich bin auch nie ganz sicher gewesen, ob das mit rechts und links heute noch stimmt. Ein bisschen stimmt es schon. Die Politiker neigen heutzutage dazu, diese Begriffe nicht mehr gelten lassen zu wollen, obwohl sie immer noch die besten Hilfsmittel sind. Ja, aber wissen Sie, wenn man mit links fortschrittlich, radikal, im Guten, im vorwärtsbewegenden Sinne meint, dann steht solches links im Gegensatz zum Verhaftetsein in überkommenen Dingen, die nicht mehr mit der Wirklichkeit von heute übereinstimmen. Dann kann also ein das, was Sie rechts nennen, kann radikaler sein. Aber das können wir vielleicht beiseite lassen. Meine Wandlung zum Sozialdemokraten heutiger Prägung hat sich noch vor dem Kriege in Skandinavien vollzogen. Zum Sozialdemokraten, wenn Sie so wollen, skandinavischer Prägung. Ich habe viel von dort mit nach Hause gebracht. Aber wie nun genau das prozentweise auszurechnen ist, das kann ich nicht sagen. Ich habe noch nach dem Kriegsende, als ich 1949 zum Beispiel vor den Berliner Sozialdemokraten mich über die programmatischen Grundlagen des demokratischen Sozialismus geäußert habe, manches drin, was ich heute für überholt halte und heute für dogmatische Befangenheit halte. Aber das Entscheidende drin von dem, was meine Plattform schon war und geblieben ist. Wie dachten Sie nach dem Kriege über die Möglichkeit einer Einheitspartei der Arbeiterschaft? Das war nicht für mich eine Frage eigentlich nach dem Kriege. Es klang ein bisschen davon nach. Sie haben in Ihrer Emigrationszeit darüber geschrieben. So ist es. Das war eine entscheidende Frage während der Emigrationszeit. Sehen Sie, bei denen, die dagegen waren, die in Deutschland in den Lagern saßen oder in den Gefängnissen so, dass sie miteinander reden konnten oder die sich sonst trafen, und denen, die draußen unter freieren Bedingungen sich treffen konnte, gab es immer eine Diskussion über mehr Einheitlichkeit als während der Weimarer Zeit. Und wenn wir es recht sehen, ist ja eine Frucht solcher Überlegungen aus Untergrund und Illegalität, ja, ist die CDU. Das ist eine Frucht davon. Eine nicht-sozialistische, ja im Ausgangspunkt vielleicht doch auch ein bisschen sozialistische, dann nicht mehr einheitliche Partei zu bilden. Und bei den anderen, denen, die aus dem kamen, was man die Arbeiterbewegung nannte, mit ihren verschiedenen Flügeln, gab es auch diese Sehnsucht nach der Einheit. Dieses Gefühl, auch deshalb untergegangen zu sein, weil Hitler einer zersplitterten Gruppe von Gegenkräften gegenüberstand. Nun war damit verbunden, bei manchen, so auch bei mir, die Hoffnung, dass eine einheitliche sozialistische Bewegung die deutschen Kommunisten herausnehmen könnte aus der Abhängigkeit von Moskau. Und aus genau dieser Vorstellung heraus hat es unmittelbar nach dem Schluss des Hitler-Regimes an manchen Orten in Deutschland, auch in dem, was wir heute die Bundesrepublik nennen, gemeinsame Parteibildungen gegeben, von den Alliierten zunächst noch gar nicht recht zugelassen, Parteibildungen, in denen sich frühere Sozialdemokraten und Kommunisten und Gewerkschaftler, die nicht eng parteigebunden waren, zusammenfanden.
Und dann kam interessanterweise der erste Stoß gegen diese Art von Einheitspartei von den Moskauer Kommunisten. Als Ulbricht zurückkam aus Russland nach Berlin, hat er zunächst das alles stoppen lassen, dort, wo er Einfluss kriegte auf die deutschen Kommunisten. Und erst in der Entwicklung der folgenden Monate, im Zusammenspiel mit der militärischen Macht, in dem, was wir die Sowjetzone nennen, wurde dann die Einheitspartei kommunistischer Prägung, sowjetischer Prägung gestartet. Und da war es das große Verdienst, das, wie ich glaube, geschichtliche Verdienst von Kurt Schumacher, dass er dagegen einen Wall aufgerichtet hat. Ihr Verhältnis zu Schumacher ist nicht frei von Spannungen gewesen, Herr Brandt. Worauf gründeten sich diese Spannungen? Ja, worauf eigentlich? Sie haben recht, es ging nicht so gut, wie es hätte gehen sollen. Und das hat mir leid getan. Erst in den letzten Monaten seines Lebens sind wir einander wirklich nahe gekommen. Ich kann mich an ein paar Besuche bei ihm oben auf dem Venusberg erinnern, im Sommer noch des Jahres, in dem er starb, nämlich 1952. Das Ganze fing schon ein bisschen mit einer Belastung an. Leute, die es nicht gut mit mir meinten, hatten nicht gut über mich bei ihm gesprochen. Und das führte dazu, dass noch bevor ich meine Aufgabe übernahm als Vertreter des Parteivorstandes in Berlin, nämlich als sein Vertreter, dass ich ihm einen Brief schrieb, in dem ich ihm unter anderem sagen müsste, ich hätte mich noch nie ganz einem anderen untergeordnet. Dies werde auch ihm gegenüber nicht der Fall sein. Er hat das akzeptiert, aber das Verhältnis ist zunächst nicht herzlich geworden. Es gibt Äußerungen von Ihnen über Kurt Schumacher, aus denen man schließen kann, dass Ihnen die Fähigkeit zum Fanatismus, die er vielleicht gehabt hat, unheimlich gewesen ist. Ist das richtig? Fremd. Fremd. Aber man muss ihm gerecht werden. Er war mehr auf der Wellenlänge der deutschen Situation damals. Er kam aus diesem, er war die Inkarnation dieses deutschen Elends, dieser körperlich selbst so gezeichnete Mann, der schwer gelitten hatte und der nun auf eine sehr leidenschaftliche Weise das Selbstgefühl dieses Volkes wieder aufrichten half. Und ich einer, der eben nun von draußen zurückkam, nicht, wie es manche glauben, nur von Fleischtöpfen. Es hat auch für die, die draußen waren, schwierige Situationen gegeben, aber doch aus einer ganz anderen Umgebung heraus. Es hat aber übrigens eine fragende Rolle gespielt, die ich gern mit angeschnitten hätte. Ich war ja schon etwas älter geworden als 19. Ich habe jetzt mehrfach von den 19 gesprochen, aber ich war immer noch keine 30. Doch, ja, ich war 30 mittlerweile, ein bisschen drüber sogar. Und ich kam ein bisschen hinein in das Spannungsfeld Schumacher-Reuter. Mhm. Und nicht nur, weil Reuter in Berlin war und ich auch, sondern weil Reuter mir näher war in seinem Werdegang, in seinen Erfahrungen, gerade nun auch während der Nazi-Jahre und der Jahre draußen, übertrug sich das Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden bedeutenden Männern ein bisschen auf mich mit. Ich war halt ein bisschen abgestempelt beim Kurt Schumacher als jemand, der Reuter nahe stand. Aber ich finde, ich bin verpflichtet zu sagen, dass das alles im Grunde Randbemerkungen sind. Keiner kann davon was abschneiden. Das war eine der großen Gestalten dieser deutschen Nachkriegsentwicklung. Und er ist nicht wegzudenken aus diesem Prozess, diese eine Kraft der deutschen Politik.
wieder lebendig gemacht zu haben. Herr Brandt, auf welche Weise haben Sie und Herbert Wehner sich gefunden? Wir sind ziemlich verschiedene. Das kann man sagen, ja. Aber wir haben im Laufe der Jahre seit 1949 eine Menge miteinander zu tun gehabt. Ich war ja 8 Jahre im Bundestag, saß in seinem Ausschuss, in anderen auch, hatte mich dort sehr um Berlin-Dinge gekümmert, Eingliederung Berlins in den Bund und viele andere Geschichten. Wir haben also einen sachlichen Arbeitskontakt in jenen Jahren entwickelt. Es dauerte ein bisschen, bis wir einander menschlich näher kamen. Wir sind gute Freunde geworden. Hätten Sie ohne Wehners Unterstützung das werden können in der Partei, was Sie jetzt sind? Das, was jetzt ist, hat sehr viel zu tun damit, dass diese beiden Männer, von denen wir jetzt sprechen, nämlich der Wehner und der Brandt, sich zu einem Gespann zusammengefunden haben, mit ein paar anderen noch dabei. Der Herbert Wehner hat mir einen Brief geschrieben um die Jahreswende 1960-61. Als Sie schon Kanzlerkandidat waren. Und hat, ja, und hat mir gesagt, du kannst immer mit mir rechnen, wenn es darum geht, aus dieser Partei eine wirkliche, konsequente Reformpartei zu machen und sie als solche weiterzuentwickeln. Und du kannst zweitens immer mit mir rechnen, wenn es darum geht, denen entgegenzutreten, die meinen, es reiche aus, Rouge aufzulegen. Es heißt gelegentlich, Herr Bürgermeister, dass Ihnen in entscheidenden Augenblicken Stehvermögen abgeht, dass Sie dann in Ihren Entscheidungen schwankend würden und allzu beeinflussbar sind. In dem Zusammenhang wird dann gerne die Absage des Gesprächs mit Chruschtschow, das Sie verabredet hatten, im Januar 1963 erwähnt. Worin sehen Sie selbst Ihre Schwächen, Ihre möglichen Schwächen als Politiker? Sie können natürlich sagen, Sie sehen keine. Darf ich mal hier etwas zum Stil sagen, eines Mannes, der politische Verantwortung trägt? Jeder muss wohl seinen eigenen haben. Zu meinem gehört dazu, dass dort, wo ich den Vorsitz habe, selten abgestimmt wird. Ich bin viele Jahre Berliner Bürgermeister. Sie können an den Fingern einer Hand abzählen, wann mal abgestimmt worden ist. Weil ich es schätze, eine Frage zu diskutieren, diskutieren zu lassen, die Argumente gegeneinander abzuwägen, zu spüren, was in einer Situation drin ist und was nicht in ihr drin ist, andere anzuhören und dann meine Entscheidung zu fällen. Fällt es Ihnen schwer, solche Entscheidungen dann zu treffen? Ich habe sie manchmal sehr rasch und ganz allein fällen müssen. Als im November 1958 das Chruschtschow-Ultimatum kam, war das für Berlin psychologisch eine solche Situation, dass ich weder Bonn noch Washington fragen konnte, sondern da musste ich mich an meinen Schreibtisch setzen und die 5 Punkte aufschreiben, die Begründung für das Nein waren. Und als in der vorigen Woche die Passierscheingeschichte in Berlin fast zu Ende war, am 24. wurde unterzeichnet, am Abend vorher war also der 23., da kam mein Beamter aus Ost-Berlin zurück. Er hatte dort eine letzte Besprechung unterbrechen müssen und berichtete mir von einer zusätzlichen Zumutung der anderen Seite. War für mich eine ganz schwierige, im letzten Augenblick. Alles glaubte, die Sache war schon perfekt. Ich habe weder meinen Senat gefragt, noch die Bundesregierung in Bonn.
sondern ich habe den Beamten gesagt, gehen Sie zurück und sagen Sie, jetzt ist Schluss und dabei bleibt's. Und er kam zurück und hat gesagt, jawohl, das ist zurückgezogen worden. Welche Zumutung war das? Es hilft nicht sehr, das jetzt auszumalen, aber es hätte für die Einzelnen eine zusätzliche Belastung bedeutet, für die vielen Einzelnen, die rübergehen können, Gott sei Dank, jetzt. Herr Bürgermeister, erlauben Sie mir eine letzte Frage. Ein Politiker muss auch Fortune haben, Glück. Ja. Sie haben 1961 den Sprung ins Kanzleramt nicht geschafft. Sagen Sie mir bitte, soweit man das kann, was hat für Sie diese Niederlage persönlich bedeutet? Als die Wahl vorbei war, die Sie nach sehr modernen Methoden bestritten haben, und dann hat es nicht ganz gereicht. Natürlich hat es nicht gereicht und insofern war ich gescheitert. Nun ist ja das bei uns etwas anders als dort, wo es ein echtes Zwei-Parteien-System gibt. Und ich konnte mir immerhin sagen, die Partei, die du in diesem Wahlkampf geführt hast, ist mit 2 Millionen Stimmen mehr rausgegangen als das vorige Mal. Und diese Partei, so habe ich mir seitdem sagen können, ist, wenn man die deutschen Länder zusammennimmt, zum ersten Mal, seit es die Bundesrepublik gibt, auf jener Ebene, die stärkste Wählerpartei. Und ohne dass man Meinungsbefragungen wichtiger nimmt, als sie genommen werden müssen, 1960, als ich an die Aufgabe heranging, lag meine Partei im Durchschnitt dieser Monate um 7 Punkte hinter den beiden Unionsparteien zusammen. Und in den entsprechenden Monaten dieses Jahres liegt sie gleich mit den Unionsparteien. Das heißt, es war nicht gar so schwer, diese Niederlage zu tragen. Das ist die Antwort des Politikers Willy Brandt. Die Antwort des Privatmannes Willy Brandt, den es ja auch gibt. Wie ist das Gefühl, wenn man über einen ganzen Wahlkampf hin ganz vorne gewesen ist, aufgestellt, von einer Partei, die sich sehr bemüht, mit diesem Manne es zu schaffen, und ganz schafft er es nicht? Das habe ich weniger gesehen als etwas, was mich bedrückte, sondern was mich ein bisschen gequält hat, das waren meine Freunde draußen im Lande, die sich mehr erhofft hatten und denen ich mehr Hoffnung hatte machen müssen. Dieses Gefühl, die hast du enttäuschen müssen. Das hat mich etwas gequält. Aber sonst habe ich den Eindruck gehabt, dass ich zusammen mit meinen Freunden die Dinge ganz gut auf den Weg gebracht habe.